Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf Edles Vibe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal live aus dem Stream. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr ein Däumchen da lasst. Und wir sind heute bei einem Kanal, der nennt sich Friesi. Friesi, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir schauen einfach mal rein. Angeblich kennt ihr ihn, die Zuschauer. Da gibt es ein Best of Februar 22. Soll wohl ganz witzig sein. Ich habe mir mal die anderen Best-ofs von dem schon angeschaut. Die waren jetzt weniger witzig, also die waren nicht so gut. Hab wenig gelacht, kaum Unterhaltung verspürt, aber vielleicht ist das ja einfach besser. Ne? Ich muss aber dazu sagen, das liegt nicht am Cutter, das liegt eher an der Person in dem Best-ofs. Tim, danke schön für 8 Monate. Kuss. Oh, heute richtig toxisch hier in der Reaction, Bruder. So, auf geht's. Okay, ja. Das ist dieser Füßi da, der. Das ist ein Dafür-Bild. Das ist cool. Ja, das ist die Mutter von Keule. Was? Warum zum Geier, wenn ich hier jemanden anrufe? Hilf einfach. So, Best of Füßi Februar 2022. Freut uns sehr. Freut uns sehr, dass wir das anschauen können. Übrigens, bei mir kam kein Best of Februar, weil ich im Februar eine Woche im Urlaub war und 2 Wochen krank. Da gab es keine Streams. War echt schlimm. So, jetzt lauschen wir mal hier. Was macht er denn? Die Quali ist natürlich nicht ganz so geil, weil das aus dem Stream, ich weiß nicht, wie es heißt, Clips aus dem Stream sind. Übrigens, Leute, wenn ihr bei mir im Stream seid, macht immer Clips. Macht Clips ohne Ende und macht einfach, speichert die unter ab unter Best of. Macht Clips, wenn ihr irgendwas Witziges seht, speichert es ein unter Best of. Ich hab schon ganz laut, Leute. Fuck! Den hat er, glaube ich, komplett weggesammelt. Ja. Hi Kevin, grüß dich. Moin. Oh, hallo. Moin. Bloody. Ich hab's von oben gesehen. Er hat auch noch Bloody umgefahren. Hat er auch noch Bloody umgefahren, ich hau mich kaputt. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, wünsche ich dir auch. Ja, da bin ich gerade. Alles gut hier? Ja. Ja, du hast verdient. Was hat er jetzt gesagt? Ist gut hier? Ja. Ja, du hast verdient. War das gerade eine Arschschicht? Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Was? War das gerade eine Arschschicht? Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Was hat der gesagt? Was? War das gerade eine Arschschicht? Das fällt mir jetzt. Was war das? Habt ihr das verstanden? Oh, Scheiße, Digga. Was hat der gesagt? Ich hab nicht verstanden, was er gesagt hat. Ach, arschig. Arschig. Also so wie ich das jetzt rausgehört habe, war die da, die an dem Motorrad stand, Haley. Ich glaube es, ich bin mir nicht sicher, ich meine es gehört zu haben. Und er hat gesagt, du hast es verdient und ist weggefahren. Ich habe keine Ahnung. Und dann sagt er, es war arschig. Ach so. Ich kann es jetzt nicht nennen, aber wir sind hier unten, ja. Oh. Scheiße! Peter, bleib liegen! Oh. Okay, halt an. Da wo du vorher standest, war besser. Unfassbar. Es steht jedes einzelne Mal, wo er die Karte durchzieht, zu schnell, langsamer da. Sag mal. Zu schnell, nochmal. Zu langsam. Ey. Ja, komm. Aha. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, oder? Deswegen feiere ich den Typen hier gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Übrigens, das da unten ist seine Mutter gewesen. Mit der hatte ich mal 2 Jahre lang was. So.
Jetzt stehe ich. Okay, das ist komisch. Vorsichtig, ich fahr mal los. Nee, ich komm hier nicht weg. Ich merk's grad. Wow. Wow, wow, wow. Mein Auto. Ach, daraus ist diese Situation entstanden. Das ist, das hätte zuerst, diese Szene hätte zuerst kommen müssen, weil da ist ein Bug gewesen, irgendwas beim Auto ausparken, und er hat er sie mit dem Motorrad weggekickt und danach hat er sie noch gefragt. Was hast du denn dafür jetzt, Bild? Das hätte, das, die Szene, die hätten vertauscht sein müssen. Die hätten genau andersrum kommen müssen. Wisst ihr, wie ich meine? Was ist das für ein Bild, Bruder? Es ändert vielleicht. Oh, Füßi schaut zu. Füßi schaut zu. Hallo. Mach nochmal deinen Cam daneben. Das, sorry. Und dann kommt hier irgendwas mit Server, bla bla bla. Das da unten ist übrigens das Maul, über das wir jedes Mal nicht lachen. Kiste? Das geht dir gar nichts an, ich hab mein Klopapier gleich dabei. Das ist eine neue Map. Die kenn ich nicht. Wieselmann hört dich noch. Okay. Volles Rohr reingeraucht. Scheiße. Hallo. Es tut mir so leid. Nein, aber das ist ja meine Schuld. Ist egal, lass sie sich entschuldigen. Wer ist das hier? Das ist mein Verlobter, das ist Dieter. Ah, Mette. Scheiße. Dieter Metke. Zu geil. Ach, Damien. Oh Mann, ey. Ich dachte, ich wusste nicht, wohin ich ausweichen soll. Ich dachte, scheiße, ich wollte ausweichen, hab mir aber dann gedacht, er wird auch ausweichen. Wenn ich nach links gehe, hab ich das Pech, dass er auch nach links geht. Also hab ich draufgehalten, weil ich dachte, er würde nach links oder rechts ausweichen, damit ich ihn nicht noch weiter in die Karre fahre. Und der hat sich wahrscheinlich dasselbe auch gedacht. Also, da an der Stelle muss ich mal sagen, da hat einer richtig ermittelt gerade. Das war die Erklärung. Also, wow. So sehr schlüssig in sich, das ist der absolute Wahnsinn. Das war die Logik von Freezy. Was? Freezy guckt mir gerade so. Freezy. Warum hast du nicht Nein gesagt? Nein! Ach, das, was der King Bock hat, hat Nova keine Lust. Das ist natürlich schlecht. Freezy, jetzt gucke ich dir gleich zu, Alter. Unsere Finanzbuchhaltung sollte auch wissen, wo das Geld herkommt. Dankeschön, das hab geschenkt. Soll ich Ihnen jetzt sagen? Blend. Zusammengelegt. Insel, da haben wir doch schon die Antwort. Ist das dämlich? Ist das dumm? Da haben sie gut gespart, alle zusammen, muss ich sagen. Klar. Wie viele sind denn an der Straße beteiligt, Herr King? Ach, ist das das, wo er die Straße kauft? 25 Leute. Nein. Ach. Oh. Bebo, danke für dein 10. Ist ja korrupter Hannes da, ey. Für deinen Entwickler, ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Jetzt sieht man ja von nix. Ich bin gleich da. Hey, sind sie doch in Human Labs oder was ist das, ne? Ist das Human Labs? Ich glaube, das ist Human Labs. Oh, wo kam der denn her? Ist ja wild. Ist ja wild. Ich glaube, Human Labs, ne? Scheiße, hier ist noch nicht sauber, Leute. Aha! Kabambe! Peter macht heute kleine Babys. Das ist zu viel Monster, glaube ich, Alter. Das ist heute schon meine 8. Dose. Ich bin aufgedreht. Und an die achte Dose. Das fühle ich gar nicht. Das fühle ich gar nicht, Christian. Muss ich ganz ehrlich sagen. Christian, das finde ich nicht gut. Zweifacher da getreten.
Wollt ihr jetzt ehrlich? Wollt ihr jetzt wirklich das zweite Mal unsere Forderungen missachten und dann Chris? Wir haben einen. Dann Chris. Und dann Chris. PD X schief. Ja, weißes PD-Fahrzeug. Wenn ihr mich jetzt hier weiter auf den Sack gebt, gebe ich den Befehl dazu, ihn zu töten. Ich fahre jetzt, und ich steige jetzt wieder ein, fahre weiter, halt mich an die Abmachung, die wir ausgemacht haben. Normal, oder wir werden das ja anders regeln. Das ist jetzt eure Entscheidung. Ich ergebe mich, nehmt mich mit, danach ist euer Schief tot. Sagen wir erst welche Abmachung. Die Abmachung, die wir ausgehandelt haben. So. Was war das für eine Abmachung? Ja, weiß ich nicht. Digga, warum muss... Bull wieder völlig lost, Alter. Oh, die Cops wieder völlig lost, Alter. Ich euch erklären, was ihr abmacht. Mal klären. Nach der heutigen Aktion, was wir hier veranstaltet haben. Au, au. Jetzt hören wir noch ein bisschen größer hier. Das ist tatsächlich witzig. Wo kam er denn her? Oh. Okay, ich hab's geschafft. Puh. Jetzt, wenn wir oben angekommen sind. Der Diebstahl war vorher eine Blaupause abgesickt. Bam, fucking geil, Leute. Abgesickte Schrotflinte, Bauplan. Bam. Okay. Geil. Ja. Sehr schön. Nice. Da ist wieder, da sind wieder richtig Gefühle dabei. Jesus. Hallo? Könntest du einmal bitte aussteigen? Voila, ich bin jetzt erschrocken. Guten Tag, ich muss was abholen. Also ich bin ja auf dem Server, nur für die Leute, die es nicht wissen, ich bin auf dem Server auch beim PD. Da fehlen einem wieder die Worte. Wenn du sowas siehst, fehlen einem einfach die Worte. Wie schlecht manchmal die BDler sind, ey. Ist wirklich der Wahnsinn. Das passiert übrigens bei Physis Mom immer, wenn ich am Wochenende bei ihr bin. Sieht auch. Okay, danke, ich bei mich. Bitte. Was war das denn, Digga? Jetzt ist ja was los, ey. Vorbeigefahren. Ja. Das Stroh, sollte es gepresst werden? Ja. Versteht sich unentgeltlich. Warum? Wie, warum? Die Frage verstehe ich jetzt nicht. Warum willst du dafür denn kein Geld haben? Ja, wie einfach dem McBloom gegenüber alle misstrauisch sind, das ist zu geil. Wie den Blumen gegenüber alle misstrauisch sind, das ist einfach immer ein wahres Fest ist das. Ich weiß ja nicht. Warum zum Geier, wenn ich hier jemanden anrufe? Hilf, er ist einfach eine hinterlistige Bazille. Halt aus, Sie hab's noch nicht beschissen. Sie habe ich noch nicht beschissen. Ja, okay, dann kann ich nichts verstehen bei dir aus. Alles cool. Nee, aber... Bildet Livestream ist immer Montag. Wow. Mahlzeit. Mahlzeit. Zu hart. Einfach nur zu hart. Naja, gut. Wenn man Gangster ist, kann man auch mal rülpsen. Ach ja. Zu hart. Der, wie kann man nur so, deswegen finde ich den Typen nicht witzig. Deswegen ist der nicht witzig. Wie kann man, weil man rülpst, sich einfach so zerschießen darüber? Nein, es ist witzig tatsächlich. Aber es ist schön, also, wenn man lachen kann. Es ist einfach schön, wenn man lachen kann über sich selber. Ist auch perfekt. Kann ich auch am besten. Mich selber aufs Korn nehmen ist easy. Nee, ich glaube nicht. Ja, dann hast du. Ah, nur war meine kleine heiße Schnalle. Ah, nee, ist ja gar nicht.
Aber der Eisberg ist unten immer größer. Ja. Wo hat denn der einen Taser her? Das kann ja nicht wahr sein. Wo hat denn der einen Taser her? Wieso hat denn der einen Taser? Das gibt's doch gar nicht. Wo hat denn sich den wieder ergaunert, ey? Oder wieder von einem korrupten Bulle gekriegt? Jojo, danke für 100 Bits, Bruder. Was macht er? Lorenz, danke für den... Danke für den Resub im zweiten Monat und... Es tut mir leid, Bauer Heinrich. Ich wollte das nicht. Der sieht wirklich ein bisschen aus wie Bauer Heinrich. Ich blute. Oh, scheiße, ne? Was hat er denn da gespielt? DayZ oder was? DayZ? Spielt das noch einer? Ohne Scheiße. DayZ? Spielt das überhaupt noch einer? Echt? Ich schwöre, sobald ich hier stehe, Alter. Das ist doch so ein Spiel, ey. Das ist da auch so. Das ist da auch so. Geh mal weg, du Obdachloser, Mann. Oh. Ja, ey, Mann! Weißt du, dass ich hier gerade am Überleben bin, Junge? Weißt du das? Oh, nee. Ein Infizierter, aber das ist aber nicht gut, ne? Ja, was habe ich euch gesagt? Wie immer unlustig. Schön geschnitten, SN, danke für das schöne Best-of, aber, tja, was willst du machen? Naja, vielleicht wird der nächstes und nächsten Monat besser. Schaut auf jeden Fall mal bei Physi vorbei. Ich schreib mal den ersten Kommentar. Ach so, scheiße. So. Gut, dann wollen wir mal Physi ein bisschen Liebe da lassen. Leute, ist natürlich alles nur Spaß, ne? Ist mein Homie, wisst ihr ja. Schaut gerne bei Physi vorbei. Und ja, lasst gerne ein Däumchen da, lasst gerne einen Kommentar hier da. Links in der Videobeschreibung. Und ich bin erstmal raus. Bis dahin, ciao. Zu geil.